So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diejenigen, die im letzten Part aufgepasst haben, wissen, warum ich jetzt hier in das nächste Gebiet gehe, nämlich Wald des Erwachens. Das, wo wir eigentlich schon längst waren, wo wir sogar schon zwei Instanzen gemacht haben, obwohl wir in die mythische Quelle können. Ja, kein Teil gefunden, wir waren da. Aber dafür die gelben Pikmin. Und mit den gelben Pikmin holen wir uns jetzt noch die letzte Sorte, nämlich die blauen, wieder. Wald des Erwachens. Boah, wir waren lange nicht da. Verhältnismäßig lange. Wir sind ja auch erst 4 bis 5 Tage, nein, 6 Tage auf diesem Planeten. Und wir nehmen natürlich die gelben Pikmin. 50. Ah, ein bisschen übertrieben. Glaube ich. Jetzt laufen die hier schon in alle Richtungen. Dabei habe ich doch noch gar keine Anweisung gegeben. Macht mal die Punktkäfer fertig. Achso, du bist kein Gegner. Hast aber so ausgesehen. Hör auf, wie ein Gegner auszusehen. Ist ja wohl nicht die Possibility. So. Die keimen alle. Das ist wunderbar. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Und hier kommen schon wieder Gegner. Sehe ich das richtig? Nee, sah so aus. Und ihr interessiert mich überhaupt nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter. Und vorne haben wir schon wieder den Piekse-Typen. Ich mag den Piekse-Typen nicht. Da, jetzt hat er ein gelbes Pikmin aufgepiekst. Aber er hat es nicht verschlungen. Das hat er nicht mehr geschafft. So, erstmal müssen wir versuchen, die Pikmin hier hochzuwerfen. Nicht so ganz leicht, aber wir haben es geschafft. So, ihr kommt alle wieder mit. Den, ja, hier. So, müsste reichen. Ja. Wunderbar, du kommst wieder mit. Und ich muss mal überlegen, wo war denn der Elektrozaun? Der war hier oben. Genau. Also, du wirst uns wahrscheinlich daran hindern. Und damit du uns nicht hinderst, machen wir dich einfach mal kaputt. Super. Ihr könnt auch mit hoch. Oh Gott, lasst den bloß liegen. Bitte, lasst ihn einfach liegen. Ich schmeiß euch jetzt hier vorne hin. Oder ich schmeiß euch nach da ganz hinten. Nee, hat nicht geklappt. Ich dachte schon, die würden die Mauer einreißen. Vitamals. 100 Pokus dafür. Hypno-Palette. Platte. Ich bin, was das Lesen angeht, in letzter Zeit echt schlechter geworden. Ich dachte immer, mit dem Let's Playen wird es dann auch wieder besser, aber nö. Egal. Kommt, macht das Teil da fertig. Ihr kriegt das hin, ihr seid gelb. Und währenddessen kann Louis sich schon mal wieder um das Ausrupfen der Pikmin kümmern. Und alle Pikmin, die jetzt hier gekeimt sind, rausgekommen sind und wie auch immer, gehen zurück in die Zwiebel. Die brauchen wir nicht mehr. Oh Gott, wir haben schon viel zu viele gelbe. So viele werden wir im Leben nicht brauchen. Weg mit euch. Wunderbar. Wie viele sind noch? 41 plus die 33, die draußen sind. Ja, ist in Ordnung. So. Die Mauer habt ihr bald weg. Will ich hoffen. Den lassen wir hier liegen. Den brauchen wir gleich für die blauen. Denn da vorne sind sie und jagen schon die Kaulquappen. So, ran da, ran an den Speck. Ran an den Speck. Die Mauer muss weg. Ach Gott, die ist noch gar nicht fertig. Ja, ich weiß, da ist Strom drin. Danke. Für den Hinweis. Ach, Käffchen, du bist mein Freund. Nein, ich habe nicht aus Versehen auf die Taste gedrückt. Ich habe mir gedacht, ich hole schon mal ein paar rote, denn wir wollen ja im Anschluss auch noch ein bisschen was machen. Wir wollen ja jetzt nicht nur dafür sorgen, dass die blauen kommen. So, dann brauchen wir noch... Ja, so 7.
Und von euch auch noch einmal 7. Na, machen wir 10. 10 ist in Ordnung. So, auf geht's. Louis wird die ganzen Freunde der Volksmusik einfach mal nach rechts führen. Die Mauer ist down. Nö. Ihr bleibt hier stehen. Ich brauche die blauen. Wir sind wieder da. Ja, guck. Süß. Endlich sind sie auf sie gestoßen. Sie scheinen über kiemenähnliche Organe an ihren Backen zu verfügen. Schön. Das müssen die blauen Pikmin sein. Oh, Leute. Genau wie die anderen Arten scheinen sie darauf zu warten, von ihnen befehligt zu werden. Zwar sind sie durchaus in der Lage, allein zu überleben, trotzdem scheinen sie nach einem tapferen Anführer Ausschau zu halten. Das ist schön. Ja, ich wollte nicht nur einen, ich will sie alle. So. Und damit ihr das alles richtig gut über die Bühne kriegt, werden nicht da ein paar arbeiten und da ein paar, sondern so überall und irgendwie und nirgendwo. So, auf die Blume. Und lasst die Kaulquappe in Ruhe. Macht lieber die Blume down. Die gibt uns im Moment mehr Potenzial, was die Pikmin angeht, die Pikmin-Population. So, sind alle bei mir? Sehr schön. Wir brauchen weitere Pikmin. Und mit diesen weiteren Pikmin könnt ihr dann auch endlich mal die Kaulquappe jagen. Guckt mal, hat auch funktioniert. Alles wunderbar. So. Ah, den toten Körper transportieren sie schon ab. Das ist wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann. Nee, komm mal zurück. 1, 2. Jeder kümmert sich um eine Narbe. Und den kriegen wir nur mit 8 Stück abtransportiert. Das heißt, noch einmal kurz pfeifen. 7. Hm, reicht nicht. Ja, es werden schon mehr. So viel haben wir in dem letzten Teil von Pikmin nicht für die Population getan. Das muss ich ehrlich zugeben. Ach, kommt mal her. So, alle her. Ach, jetzt rupfe ich schon wieder aus. Ah, nee, Leute. Schön, schön. Ich liebe dieses Spiel. Man weiß nie, was man wirklich tut. So, die beiden transportieren ab. Wir gehen weiter. So, dann alle Mann auf den Käfer. Und zwar so viele, dass die Gelben nicht mehr anpacken können. Das wäre mir ein persönliches Bedürfnis. Geht ihr weg? Geht weg. Und bleibt weg. Ja, du musst leider draußen bleiben. Du bist nicht hübsch genug. So, reicht das schon an blauen Pikmin, um das Teil da zu transportieren, das irgendwie so aussieht, als wenn es ausläuft? Wunderbar. So, wo ist denn Louis eigentlich? Ach, der ist immer noch hier. Dann nehmen wir ihn gleich mal mit auf die Reise. Das ist noch ein Käfer. Den holen wir uns doch noch. Warum fliegen die Pikmin nicht so weit? So, alles gut. Ach, wir bleiben erstmal hier. Wo wollt ihr? Nein! Wartet mal kurz. Wartet mal, wartet mal. Das ist überhaupt die Idee. Passt auf, das machen wir. Wir machen es folgendermaßen. Was steht da drauf? Mario? Tinte? Cool. Wo war ich stehen geblieben? Aufteilung. Ihr kommt mal bitte mit. Euch... Was machen denn die Blauen da? Was machen die da? Ihr bleibt jetzt einfach mal hier stehen. Da bleibt ihr stehen. Und ihr transportiert das Teil ab. Wunderbar. Denn mehr als 13 werden wir in dem Dungeon sowieso nicht benötigen. Das heißt, Olimar bleibt hier. Mit allen Pikmin.
Wupp, wupp, wupp. Ich brauche mal kurz blaue. Ja, noch ein paar mehr. Nur, dass die Zwiebel voll wird. Okay. Und Louis, du stellst mal deine Leute ab. Weg sind sie, abgesoffen. Und wir gehen jetzt einfach nach Hause und bringen die restlichen gelben Pikmin, die hier zu viel sind, einfach wieder in die Zwiebel, damit wir noch ein paar blaue mitnehmen können. Dafür brauche ich gleich nochmal Olimar, der muss nochmal hoch. Olimo. Weg, alle aus dem Weg. Ich muss hier hoch. Ich bin Olimar. Captain Olimar, wenn ich bitten darf. So, das wäre geschafft. Und die Tinte ist da. Mal sehen, was das ist. Blue Mario Paints. Ach, cool. Dekorative Schmiere. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit solche Ölmalfarben von Mario gab. Aber es gab auf jeden Fall ein Spiel, das hieß Mario Paints. Für den Super Nintendo. Ich glaube später natürlich auch jede Menge Malgeschichten, aber die hat man gar nicht so wirklich wahrgenommen. Da ging es ja weniger ums Zocken, das war eher was für Leute, die sich kreativ irgendwie gestalten wollten. Bereitstellen wollten. So, was wollte ich? Achso, abgeben. Genau. Jetzt neue Pikmin. Alle raus bitte. 99, naja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann kommt mal mit. Hier fließt immer noch Strom durch. Da müssen wir echt aufpassen, dass die nicht an die Stangen geraten. Und wir gehen einfach mal weiter. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben nicht mehr so viel übrig, soweit ich weiß. Hier ist gar nichts. Da könnte noch was sein. Aber ansonsten? Nö? 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 Also gut. Kommt mal alle mit. Alle. Dankeschön. 99 Pikmin. Sehr schön. Der Tag ist auch schon wieder fast zu Ende. Wir müssen uns echt beeilen. Genau. Wupp, wupp, wupp. So, da geht's nicht mehr weiter. Dann gehen wir hier lang. Wir müssen hier sowieso nochmal her ins Gebiet. Ich glaube nicht, dass wir das alles in diesem Tag hier schaffen. So, und hier brauchen wir einfach die blauen Pikmin. Es geht nicht anders. Kommt her, Jungs. Und Mädels. Ich weiß ja nicht, was ihr seid. Aber der Frosch, der ist ein Frosch. Froschgesicht. Na, und was habe ich euch versprochen? Im letzten Teil war es so, dass wenn sie nur leicht unter dem Frosch lagen, nicht mal direkt unter dem Frosch lagen, sie immer gleich tot waren. Aber in diesem Part, in diesem Teil, haben wir echt die Möglichkeit, die Leute überleben zu lassen. Es ist der nackte Wahnsinn. Nur wer von dem Frosch direkt anvisiert wird, der stirbt. So, du machst ihn fertig. Genau. So, ein Pikmin ist gestorben. Das ist eine gute Quote für so viele Frösche. So, die macht ihr mir mal down die Wand. Die Brücke. Aber ich weiß noch, im letzten Part habe ich mich so erschrocken, dass das olle Vieh mit mal neben mir stand. Obwohl es ja tot war. Hier kommen wir nicht rauf. Das ist ärgerlich. Denn da ist ein Dungeon. Das weiß ich noch. Oh, die Mauer ist schon weg. Das ging schnell. Dann hätte ich jetzt gern die weißen Pikmin. Die dürfen dann diese Mauer einreißen. Oh, ich wollte euch nicht raufwerfen. Kommt runter. So, hier hin. Sehr schön. Und das Ding ist, dass hier einfach bloß so eine komischen Teile sind, so eine Düsen wieder. Und diese Düsen müssen erstmal weg, bevor wir irgendwas machen können. Die Leute kommen ja nicht über die Brücke rüber. Ist ja ein Problem, nicht? Ich glaube, es hat auch keinen Sinn, dass wir jetzt das andere Teil da oben noch holen wollen. Wir lassen euch mal hier stehen.
So, und ihr geht jetzt mal bitte auf diese Düse. Ihr geht auf diese Düse. Und das war der Tag. Würde ich mal so behaupten. Immerhin, die Wege sind vorbereitet. Wir können damit... Nein, nicht ins Wasser. Ebenfalls eine Besonderheit ist, dass wenn ein gelbes Pigment da reinfällt, oder irgendein anderes, ist ja egal welches, und wir blaue Pigment dabei haben und wir werfen sie einfach auf die gelben Pigment, sie die retten, sie schmeißen sie einfach wieder aus dem Wasser raus. Aber vorerst soll's das gewesen sein. Im nächsten Part wird's garantiert wieder spannender mit Dungeons, die dunkel, dunkel und noch viel dunkler sind. Tja, Fröschli, kriegst nichts, wa? Und auch du nicht, Punktkäfer? Das tut mir echt leid. Nein, tut es nicht. Jo, auf geht's zum Tagesbericht. Immerhin zwei Teile gefunden, 180 Pokos, 3500 haben wir bisher. Wuhu! Und alles ist gestiegen, keiner ist irgendwie runtergegangen, nicht einmal die roten Pigment, obwohl ja irgendeins gefressen wurde. Ach nee, eins ist zerquetscht worden vom Frosch. Von Fröschli. Hi Papa, Mama hörte von deiner Beförderung. Jetzt ist sie sehr glücklich. Jetzt hast du viele Leute unter dir, oder? Bist du jetzt ein Super-Captain? Ja, wir sind jetzt, Superman. Oder Captain Falcon, der die Welt erhält, vom Erdbeerfeld. Wir wissen's noch nicht, wir gucken noch. Im nächsten Part, ja, können wir eigentlich überall hin, denn wir haben jetzt wirklich alle Pikmin-Arten. Und deswegen können wir auch wieder zurück ins friedvolle Tal und die anderen beiden Instanzen durchlaufen, beziehungsweise die restlichen Teile, die über der Erde noch zu finden sind, holen. Ich freue mich drauf, ihr freut euch drauf, ich freue mich auf euch. Bis nachher.